Danke, Herr Färber, bitte. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich möchte auch mal meine Überraschung zum Ausdruck bringen, dass wir hier monatelang auch mit der Kommission zusammen Diskussionen geführt haben und immer wieder die gleichen Punkte angesprochen haben, die jetzt auch wieder angesprochen wurden. Und die wurden ja nur sehr zügig übernommen. Wenn ich mir aber nur anschaue, was in der letzten Woche vor der Annahme in der Kommission passiert hat, auch innerhalb der Inter-Service Consultation und zwischen dem Treffen der Chef der Kabinett bis zur Kommissionssitzung, da ist plötzlich eine riesige Bewegung los gewesen. Also muss man sich schon mal die Frage stellen, wofür reden wir überhaupt miteinander, wenn nichts, was hier formuliert wird, aufgegriffen wird, aber dann in den letzten Minuten hin und her geschoben wird auf einem Basar oder einem Basar-ähnlichem Konstrukt, wo ich mich wirklich die Frage stelle, warum sitzen wir hier überhaupt zusammen, wenn am Ende so gehandelt wird. Zu den Punkten konkret. Risikobewertung. Ich kann das nur unterstreichen, was gesagt wurde. Da hat man sich jetzt schrittweise angenähert. Jetzt sind wir bei einem Cap von 75%, das auch nur entstanden ist, weil man aus dem Fenster geschaut hat oder weil es mehrheitsfähig war am Ende in der Kommission. Aber es löst das Problem nicht. Es ist immer noch ein Risiko hier vorhanden und es muss korrigiert werden. Zweitens, der Risikofaktor, das haben wir hier auch tausendmal schon gesagt, es kann ja nicht sein, dass über Größe 88% abgedeckt werden, wenn man auf 90 kommen will und dann wird noch ein bisschen hin und her multipliziert. Entweder ist das Risiko das Problem oder es ist die Größe, ich halte das Risiko für das Problem und das ist auch in Level 1 klar formuliert. Drittens, und das ist auch schon gesagt, wir haben ja hier kein Zwillingsverhältnis, sondern Mutter-Tochter-Verhältnis. BRD ist die Mutter und die Tochter ist dann SRM. Wir streiten jetzt hier, Delegierter Rechtsakt, BRD, und bei der Tochter wird das dann plötzlich alles wieder vergessen, sondern es wird ganz neu angefangen zu berechnen, weil man nicht sagt, das Risiko, die Größe oder sonst was, sondern welches Land zahlt wie viel. Ja, es geht doch nicht darum, welches Land zahlt wie viel, sondern welche Bank hat höhere Risiken und hat deswegen mehr zu bezahlen, egal wo sie ihren Sitz hat. Und der letzte Punkt, Entschuldigung, weil die Zeit so knapp ist, Förderbanken mit Verlaub haben keine Gewährträgerhaftung und keine Anstaltslast. Ja, die gibt es sowieso nicht mehr in der Europäischen Union, aber das sei nur so am Rande bemerkt. Förderbanken geben staatliches Geld nach genehmigten Prozeduren aus und sind dafür unter einem besonderen Schutz. Und dass sie dafür noch eine Risikoabgabe zu bezahlen haben, das erschließt sich mir nicht. Das muss gelöst werden, sonst machen wir hier wirklich einen großen Fehler. Dankeschön. Schick dir gerne